Swadika! Herzlich willkommen, ihr Lieben! Guck mal, es ist wieder alles Banane! Oh, du warst. Und hier, das sind wieder die Bananen, diese thailändischen Bananen, hat Mami extra aus Thailand von unserem Garten mitgebracht. Mhm. Denn heute, Leute, machen wir eines der beliebtesten, eines ich der glaube, berühmtesten Streetfood-Snacks Ich glaube, überhaupt. Wenn jemand nach Thailand ich glaube, so viel kennt diese Goi Thor. Ja, das glaube ich auch. Jeder muss immer kaufen, essen. Ja. Ja, und wenn ihr das noch nie gekauft habt, dann müsst ihr das unbedingt beim nächsten Thailand-Urlaub ausprobieren oder eben jetzt mit uns das Ganze machen, gell? Ja. Und ihr werdet sehen, der Charme davon ist außen die mega grob, mega knusprige Banane und innen dann saftige Banane. Ich liebe es. Das macht süchtig, Mami, gell? Bestimmt. Und dann noch der Duft von Pandanblatt. Wenn man schmeckt, vergeht man alles. Und da seht ihr auch schon die Hauptdarstellerin, Gloi Nam Wa. Das sind thailändische Bananen, die werden auch Monkey-Banane genannt, denn damit füttern die Touristen liebend gerne die frechen Äffchen in Thailand. Und da seht ihr Kokosflocken, Palmzucker, ich liebe Palmzucker. Sesam, wenn ihr Sesam nicht mögt, könnt ihr Sesam auch weglassen. Typisch für die thailändische Küche dieser Duft Bai Tei, Pandanblatt. Das hat so ein wunderbares, nussiges Aroma und einen unvergleichlichen Duft. Und das ist Nam Bun Sai. Auf Englisch heißt es Red Limestone oder Red Lime Water. Dieses Nam Bun Sai sorgt dafür, dass die Bananen richtig knusprig, kross werden und ihre tolle Form behalten. Da das schwierig ist, in Deutschland zu bekommen, empfehle ich euch, Backpulver als Alternative zu nehmen. Nur damit ihr hier seht, wie Nam Bun Sai aussieht, gell? Dann brauchen wir Reismehl. Und schon geht es los. Wir geben Kokosnussmilch dazu und verrühren dann Kokosnussmilch und Reismehl miteinander. So lange, bis alles schön aufgelöst ist und da keine Klumpen mehr sind. Dann geben wir Palmzucker mit hinzu, kneten und vermischen unseren Palmzucker. Und sobald Palmzucker sich aufgelöst hat, geben wir hier Nam Bun Sai hinein und ihr könnt dann, wie gesagt, Backpulver nehmen. Das Ganze wird dann auch hier schön eingerührt und wunderbar miteinander vermischt. Guckt, das seht ihr, das Nam Bun Sai hat dieses rot-orangene Farbe, denn da ist Kurkuma drin. Dann geben wir jetzt auch schon die Kokosflocken mit hinzu. Ich liebe Kokosflocken. Hier in Verbindung mit den Bananen. Und jetzt geben wir auch Sesam mit hinein. Wenn ihr ganz viel Sesam mögt, dann könnt ihr ganz viel Sesam reinmachen. Das ist alles Geschmackssache. Und dann schneiden wir die Banane auf, bereiten die Banane vor. Ihr seht, Gloi Nam Wa, diese Monkey-Bananen, die sind kleiner und so rundlicher und die schmecken, finde ich, mega lecker. Und die schneiden wir in so lange, gleichmäßige Scheiben. Ich muss euch sagen, diese Gloi Nam Wa schmecken mir sogar viel besser als die normalen Bananen, die wir hier kriegen. Guck, da schauen wir, dass die einzelnen Scheiben ungefähr gleich dick sind. Schon geht es los. Wir tunken unsere Bananen in unserem Kokosmilch-Mehlgemisch. Öl ist auch schon heiß und ready. Und da geben wir unsere klein geschnittene Pandanblätter hinein. Und in diesem Moment, Leute, werdet ihr euch fühlen wie in Thailand. Dieser Duft von den Pandanblättern im Öl. Ich liebe das. Alles mit Pandanblatt ist einfach yummy. Jetzt geben wir vorsichtig unsere Bananen in das heiße Öl hinein. Mmh, auch diese kleinen knusprigen Stücke liebe ich.
Und da, Leute, wenn ihr die Bananen in das heiße Öl hineingibt, seid vorsichtig, gell? Schmeißt es nicht rein, sonst spritzt alles. Am besten lässt ihr das ganz sanft an den Seiten vom Wok oder der Pfanne ganz sanft hineingleiten lassen. Und nach ein paar wenigen Minuten seht ihr auch schon, dass die Bananen gleich zu weit sind. Denn außen wird so schön knusprig, goldgelbfarben, so direkt einladend zum Reinbeißen. Und dann wisst ihr, dass die Bananen auch schon ready sind. Und dann können wir auch langsam schon die Bananen und die Pandanblätter mit rausholen. Und schwupps kann es direkt serviert werden. Frittierte Bananen Thai Style. Ich bin mir sicher, wenn ihr das einmal ausprobiert, werdet ihr direkt süchtig danach werden. Außen wunderbar, traumhaft, knusprig und kross, wenn man da reinbeißt, ist der Wahnsinn. Und innen dann so schön saftig und weich die Bananen. Ich liebe es und bin super gespannt, wie ihr diese Thai Snack findet. Monina hat immer viel gegessen. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wo keine Banane drin ist. Am Crispy-Stückchen, die sind auch ganz, ganz schlimm lecker, Mami. Ja, einfach so, guck. So wie Chips, nur mit Pandanuss-Flavor. Vielen lieben Dank, dass ihr reingeschaut habt, gell? Dankeschön, Kokun Ka. Passt gut auf euch auf, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Und ich heute gebe keinen Kuss vom Uno. Weil heute so fettige Mund.